weiter geht's hier herbstlich. Heute mal mit einem Salat. Romana-Salatherzen, die ich sehr, sehr liebe. Ganz toller Salat. Gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Größen, Formen und Farben. Wir haben hier mal exemplarisch auch die klassisch super kleinen. Das ist so ein bisschen salatherzartig. Sieht man hier außen auch. Da wurden schon einige Blätter auch abgezogen. Letztendlich, es hat halt dieses Milde, dieses Süße von einem Salatherz. Sehr kompakt, diese ganz kleinen. Also zum Braten perfekt geeignet, denn wir machen zwei Variationen natürlich wieder. Einmal machen wir die schön gebraten in der Pfanne mit ein bisschen Orangensaft, ein bisschen Apfelessig und dann werden wir da noch ein paar geröstete Nüsse dann drüber streuen. Also wirklich nur eine ganz kleine und schöne Zubereitungstechnik, die man mit diesem Salat machen kann. Dass das noch kein ganzes Gericht ist, ist auch wieder klar, denke ich. Ich betone es trotzdem nochmal. Das könnt ihr einfach ergänzen durch zum Beispiel einen schönen Rührtofu. Würde es super funktionieren, schönes knuspriges Brot dazu oder einfach als Beilage in die Bowl, würde auch hervorragend funktionieren im Sinne des Baukastensystems. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen was von dem Buch Vegan Klischee AD, das Kochbuch gehört. Da oben steht es auch, um ein bisschen Werbung zu machen, habe ich mit meinem Kumpel, dem Nico Rittenau, geschrieben. Da geht es um eine sehr gesunde Alltagsernährung im Sinne des Baukastensystems. Und da wäre das hier zum Beispiel in der Kategorie grünes Blattgemüse eine tolle kleine Zubereitungstechnik, die dann ergänzt wird durch ein paar andere Komponenten. Hier drüben haben wir die bisschen größere Variante. Ich habe hier die Pfanne schon mal angeheizt, nur zwischendurch ein paar Kürbiskerne hier schon mal mit rein. Dann können die schon mal laufen. Das ist die größere Variante. Ist natürlich für den Gärtner oder für denjenigen, der es anbaut, finanziell deutlich interessanter, weil er hat eigentlich nicht mehr Arbeit damit. Er lässt ihn ein bisschen größer wachsen und kann ihn vom Gewicht her auch ein bisschen teurer verkaufen natürlich. Damit werden wir wirklich klassisch eher so eine Salatzubereitung auch machen, könnte man jetzt aber genauso auch tauschen. Wenn ihr die anbratet, aber versucht immer diese kleinen knackigen zu verwenden. Ich baue Romana auch ganz gerne immer mal wieder an, nicht jedes Jahr, aber ab und zu. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir flattern die auch eher so großsalatartig aus. Wenn man die richtig kompakt haben will, könnte man sie auch im Beet ab einer gewissen Zeit nochmal zusammenbinden. Ist ein Schwachzehrer, das heißt, man kann ihn wunderbar auch zwischen anderen Gemüsepflanzen platzieren und ja, Fraßfeinde hat da eigentlich hauptsächlich die Schnecke, sonst passt es eigentlich sehr ziemlich entspannt. So, da höre ich schon, ich gehe mal ein bisschen nach Geruch und nach Gehör, dass hier was passiert. Man sieht halt bei denen nicht, die sind ja schon dunkel, ob die jetzt schwarz rösten oder nicht. Einmal kurz einen Mixer schon mal zur Hand. Wir machen hier so eine Art Gomasio, bloß aus den Kürbiskernen, das heißt hier ein bisschen Salz mit rein, dann die gerösteten Kerne, Achtung heiß, lasse ich mal ein bisschen auskühlen, mixen wir nachher dann kurz an und das kommt praktisch über die Herzen drüber. Dann nehmen wir die, gut waschen von außen und schaut auch ruhig ein bisschen, da steht mein Biomüll, nicht, dass ihr denkt, ich schmeiße hier Zeug durch die Küche. Von außen kann man hier so ein paar Blätter, wenn die hässlich sind, nochmal mit abnehmen. Und dann passt er wunderbar. Ich nehme trotzdem noch zusätzlich ganz gerne ein, zwei schöne Blätter mit ab, weil die schneidet man noch fein und geben die dann knackig oben drauf. Dann hat man so beide Welten. Ja? So, ansonsten wichtig jetzt, einmal durch die Mitte halbieren. Wunderschön auch immer vom Schnittbild. Und rein in die Pfanne, schön heiß, hört man sofort. Jetzt könnte man ein bisschen, jetzt nehme ich kein Olivenöl, ich habe mich umentschieden, ein bisschen geröstetes Sesamöl. Vom Geschmack her, wir gehen so leicht in die asiatische Richtung. Und ein bisschen Knoblauch kommt dann auch noch mit dazu zum richtigen Zeitpunkt. Hier habe ich Orangensaft und einen Apfelessig. Ja, das war es eigentlich schon an den zusätzlichen Zutaten. Das können wir gleich schon mal ein bisschen schneiden.
Und Salat ist relativ hitzestabil, der hat sehr viel Feuchtigkeit, also da braucht es schon ordentlich und zu lange brutale Hitze, damit er richtig verbrennt. Erstmal von einer Seite anrösten lassen, dann drehen wir und dann kommt der Knoblauch mit dazu. So, dann gibt es noch einen Brotsalat. Brauche ich noch eine Pfanne. Zu dem anderen Romana dazu. Und da habe ich hier schon mal ein schönes Bauernbrot. Das wir einfach in der Pfanne ein bisschen anrösten. Bauernbrot, Vollkornbrot, Schrägstrich. So, jetzt ist es hier soweit. Mal umdrehen. Gebratener Salat mag wirklich ein bisschen komisch klingen. Knoblauch mit dazu, kurz anrösten. Aber wird gerade in mediterranen Ländern ganz oft gemacht. Ja? Also das ist völlig normal. Wir kennen es halt oft nicht in den deutschsprachigen Ländern. So. Rein den Orangensaft. Mit dem Essig ein bisschen sparsam sein. Ups, Dampf ist immer heiß, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wenn ich mich verbrenne, meistens an Dampf. So, und das lassen wir jetzt runterkochen, weil der Romana-Salat auch Bitterstoffe hat und so. Ich drehe hier mal um. Und durch die Süße vom Orangensaft, es reduziert ein, Feuchtigkeit geht weg und es wird intensiver. So, beim Brotsalat machen wir ein bisschen Olivenöl auch über das Brot. Zum Brotrösten nehme ich meistens unbeschichtete Pfannen und dann können wir hier eigentlich schon loslegen mit erstmal der Platte. Ich brauche ja nicht beide, ich nehme jetzt hier mal den und da auch wichtig, unten wieder ab. Gut gewaschen außen. Trotzdem immer noch mal durchschauen. Die wachsen eigentlich von innen nach außen, das heißt normalerweise sind sie sauber, aber ich erzähle jetzt nicht, wo es mir passiert ist, war ziemlich peinlich. Ich war immer der Meinung, ach, die sind nie sandig. Und dann habe ich es einmal nicht geprüft und natürlich war es ein sandiges Essen. Ja, das sieht wunderbar aus. Ich mag das bei solchen Salaten ein bisschen gröber. Ja? Das heißt nicht so immer so fein, fitzelig alles schneiden und dann tot marinieren, sondern einfach ein bisschen wilder, ein bisschen gröber. Könnte man jetzt auch auf eine große Platte machen. Ein bisschen mehr Dampf. So, Melone, Wassermelone, großartig, gibt es jetzt auch noch. Gerade so. Einfach so eine 2 cm Scheibe. Dann schneidet ihr raus. Und Wassermelone, wenn es keine gibt, das heißt, wenn ihr jetzt den Salat machen wollt außerhalb der Saison, dann nehmt ein anderes schönes Obst, das wird auch Apfel gehen, müssen wir ein bisschen feiner schneiden. Beim Schneiden immer ein bisschen darauf achten, dass ihr nicht zu gerade Würfel schneidet, sondern ruhig so ein bisschen schräger. Die Schüssel brauche ich jetzt mal kurz für unseren Brotsalat. Das passt. Mehr Brot als Salat. Melone dazu. Dann habe ich hier ein bisschen Rucola fein geschnitten. Benutze ich sehr gerne, aber mehr so wie eine Art Kräuter, würde ich sagen. Ein bisschen Tomate auch geschnitten. Zitronen- oder Limettensaft. Knoblauch könnte man jetzt auch mit reinmachen, lasse ich aber weg, habe ich gerade keine Lust drauf. So ist es ja manchmal beim Kochen. Das einmal nur schön durchmischen. Und jetzt machen wir noch ein schönes Dressing. Das mixe ich aber einfach, das geht rucki zucki. Das ist so ein Alltime-Classic-Dressing auch. Würde ich euch sehr empfehlen, macht das mal. Sehr lecker, ein bisschen Sojajoghurt. Mittelscharfer Senf. Apfelessig.
Gemüsebrühepaste. Schaut euch dazu das Video hier auf dem Kanal an. Die sollte jeder und jede im Kühlschrank haben. Ein bisschen Hefeflocken für mehr Umami, so ein Esslöffel. Und Datteln für die Süße noch, für die natürliche entkernte Dattel natürlich. Ja, den Knoblauch machen wir jetzt hier mit rein. So einfach geht es. Wir schreiben es euch nachher in die Rezepte auch. Ab auf den Mixer. Und dann könnt ihr hier schon mal den Brotsalat so, Dressing ist fertig. Muss ich jetzt mit Salz, Pfeffer noch abschmecken. Ihr seht, das ist schön eingekocht. Das passt also auch, deswegen weg von der Hitze. Ne, passt. Gemüsebrühepaste hat er ja auch schon Salz. Super lecker, schön fruchtig, hat aber diese intensive Würze auch. Vom Brotsalat her habe ich jetzt nicht ganz so viel mit on top. Und jetzt geht ihr mit dem Dressing hier drüber. Und das ist ganz wichtig, das erst am Schluss zu machen. Und so wird es dann auch relativ zügig serviert. Ja? Wunderschön, wie ich immer finde, total lecker. Die zweite Variante, hier das Gomasio noch kurz mixen. Ja, wenn man den einen aussteckt, dann geht der andere nicht. Da hatte ich jetzt Glück. Wenn das jetzt eine Flüssigkeit gewesen wäre, wäre es interessant geworden nach oben. Aber Glück braucht man ja auch. So. Wird schön saftig runtergekocht, ein bisschen sauer, ein bisschen süß. Alles mit dabei. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen was dabei für euch. Für die Inspiration zu Hause mit diesem wundervollen Gemüse, dem Romana-Salat. Das ist jetzt hier noch ein bisschen drüber. Bisschen was Knackiges. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr mir wie immer ein Like da lasst, den Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch kein Video. Und wenn ihr ein bisschen mehr lernen wollt über vegane Küche, übers Kochen, dann schaut gerne vorbei bei uns in der Online-Kochschule www.vegan-masterclass.de. Da gibt es über 500 Videos mit über 10 großartigen Kursen und ständig Erweiterungen natürlich. In diesem Sinne ganz viel Freude beim pflanzlichen Kochen. Lasst euch schmecken. Bis zum nächsten Mal.